The sea we made is licking our memories off the ground. Large chunks and tiny grains of salt break off from the rocks and ships and tunnels. Dissolve. Then scramble. What remains is falling apart. Crumbling. If the shaft collapses over you now, it will take Mr. Citwin months to save the Aral Sea. Our son is your only hope. Part 3. Mutter. Wieder als Mr. Citwin unterwegs. Ich hoffe, wir müssen nicht weiter dem Jungen hinterher hetzen, denn der hat uns ja gerade netterweise runtergeschmissen. Wieso musste er auf das Bohrschiff klettern? Ich muss ihm helfen. Er wird das Projekt nicht ohne mich beenden. This man is only doing your bidding. But it is of his own choosing. Der Aufstieg. Der Aufstieg wohin? Auf die Spitze des Schiffes? Das ist schon wieder das Schiff, wo wir schon mal waren. I have found you. What are you doing here? Ah, of course. Jumagold, your grandson is climbing the drill ship. Why? I don't know. Give me the grapnel. Ja, mach ich. Alright, brace yourself. Not in this life, not with this body. I will... There! Gut, what does he plan to do? He seems intent on completing our mission. But why is he heading up? Ostrovsky and the babe are down in the shaft, he knows this. Oh no. Okay, jetzt spielen wir also doch nicht als Mr. Citwin weiter, sondern sind jetzt wieder der Opa. Das fand ich ganz gut, dass er es jetzt nicht festgehalten hat, das wäre ein bisschen unlogisch gewesen. Müssen wir jetzt mit ihm irgendwas machen? Und wieso sind wir eigentlich schon wieder hier in der Tiefe? Haben wir uns nicht vorhin erst hochgearbeitet? Wait for me. Was macht er jetzt? Sollen wir nach oben? Wahrscheinlich. Wenn es der Aufstieg heißt, sollten wir wohl den Weg nach oben wählen. Hier drüben kommen wir nicht mehr lang. Hier ist der Boden weggebrochen. Ich glaube, wir werden ja auch noch mit Emilio umsteigen. Aber erstmal... Noch nicht. Oh, was? Was war das jetzt? Okay, wieder mit dem Haken ein kleines Spielchen. Finde ich cool, ein bisschen Koop mit sich selbst. Is this what he wants to do? Jetzt als Emilio, jetzt also nicht mehr ganz so statisch, immer bloß mit einem Charakter, sondern jetzt springen wir immer mal hin und her. Oh Mann, der klettert an der Außenwand hier lang, das ist nicht ohne, würde ich sagen. Ich muss mich jetzt erstmal wieder an den gewöhnen, weil der springt hier nicht von dem Seil ab, sondern lässt sich nur fallen, ne? Ach, okay, hier oben gibt's dann jetzt was zum Abziehen. Or is it what you want him to do? So, dann springe ich nämlich mal hier lang, denn hier gibt's eine Möwe. Und die wollte ich doch nur zu gerne noch mitnehmen. So, kommen wir hier hoch? Nein. Dann machen wir das mal so, sind wir hier zurück. Okay. Jetzt kommen wir nach oben. Ich verstehe auch nicht, warum Alterbeck und Ostrovska... Nein! Oh Mensch. Das wollte ich nicht. Is this what he wants to do? Gut, wir fangen wieder hier an. Warum die ihn so da einbinden? Warum sie so von ihm erwarten, dass er das fertig bringt? Ich meine, er ist ihr Sohn und nicht irgendein Kollege oder so. Warum projizieren sie ihre Aufgaben auf ihn? Or is it what you want him to do? Das ist die große Frage. Will er das wirklich selbst? Oh, Mist. Achso, okay. Nicht richtig? Doch. I need light. Then give me the grapple. Na komm schon. Au, hey! Sei doch nicht so grob mit dem alten Mann hier. Okay,
Vielleicht sollte ich einfach nicht dort stehen, wo der Haken hinkommt. Kann das sein? Hallo? Ach, okay, ich muss ihn fangen. Das ist das Problem. Ich muss Space drücken, damit ich ihn fangen kann. Kann ich das irgendwo festmachen? Nein, wahrscheinlich muss ich jetzt einfach so mutig sein. Ah, okay. What have you said to him? I have not said. But he knows. He knows about his mother. Is she dead? I'm sorry, Jumagul. Were you close? Ja, Entschuldigung, ich habe wieder das Fangen vergessen. Why did she die? I dug her grave. You can blame me if you like. If you can find my grandson without killing him in the process, I might not. Tja, ich frage mich, wie er sich wohl fühlen muss, ne? Ist halt auch die Frage, wie standen sie sich gegenüber, die beiden? Ostrowska und er, ich habe seinen Namen leider vergessen gerade, der Opa eben. Wenn sie sich ein bisschen kritischer gegenüberstanden, dann wird es ihnen vielleicht gar nicht so sehr grämen, wenn sie jetzt nicht mehr sein sollte. Ich weiß es nicht. Na toll, mit dem schweren Mantel einmal durchs Wasser, wunderschön. Aber ist ja nicht das erste Mal für ihn heute. Aber bei den ganzen Fässern mit den Tuberkulose-Erregern, wahrscheinlicherweise werden die doch sowieso alle sterben, wenn sie hier rauskommen, oder? Irre ich mich da? Sind das etwa inaktiv gemachte Erreger? Kann natürlich auch sein. Wer weiß. Aber ich kann es mir bald nicht vorstellen. Was jetzt? Müssen wir hier unten weiter? Wir können nicht tauchen. Und ich will es auch nicht dem alten Mann antun. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass irgendwann hier oben mal Sigmund wartet und er uns hochlässt. Aber jetzt ist er nicht da. Na gut, machen wir nochmal zurück und schauen drüben nach. Ich finde es übrigens auch wirklich sehr interessant, dass das Spiel ziemlich spartanisch mit Musik umgeht. Das hat man selten eigentlich. Weil ein Soundtrack doch meistens relativ schnell gemacht ist. Gut, ob er dann gut ist oder nicht, das ist die andere Frage. Und dann ist es doch eigentlich relativ üblich, dass man dauerhaft ein bisschen Musik im Hintergrund hat. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich, dass das nicht so der Fall ist hier. Gehen wir nochmal kurz hier durch und schauen nochmal hier vorne nach. Vielleicht müssen wir ihm auch erst irgendwo hinleuchten, damit er weitergeht. Ich weiß es nicht. Sitwin? Wie sieht's aus? Vielleicht müssen wir auch hier reingehen, ich weiß es nicht. An der Tür bin ich ja einfach vorübergerannt. Damit wären wir wieder hier. Habe ich irgendwie verpasst, dass er wieder abgestürzt ist? Oder wie war denn das, als wir ihn vorhin verlassen haben? Das habe ich wieder vergessen, muss ich zugeben. Bin mir da nicht ganz sicher. Ah, okay, hier ist die Leiter sowieso zu Ende gewesen. Das heißt, wir haben ja vorhin gar nichts verpasst an der Stelle. Na gut, wir gehen mal gleich hier oben lang. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Genau, das hatten wir uns ja schon angeschaut. Im Prinzip haben wir jetzt alle Schauplätze schon so ziemlich abgearbeitet und waren schon überall mal. Das heißt, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass sich die Story weiterentwickelt. Und wieder beim Jungen. Oh, der war mutig. Ich wusste nicht, ob man da wirklich sich festhalten kann dran. Aber es hat ja funktioniert. Der Junge hat irgendwie eine Todessehnsucht, habe ich so die Befürchtung. Oder kommt mir das nur so vor? Oh, Mist. Entschuldigung. Ja, das war nicht so gedacht. Gut, neuer Versuch. Wir haben ja zum Glück noch unendlich viele Versuche.
Man kann sich halt auch nicht immer so sicher sein, wie der Weg nun weitergeht. Das ist nicht völlig klar. Ich dachte ja eigentlich, dass er jetzt sich hier einfach rüberfallen lassen kann, aber da ist er dann doch nicht mobil genug da im Fallen. So, mal schauen, ob wir hier jetzt an dem Gitter hochklettern können vielleicht. Ach nein, wir können die Ankerkette nehmen. Oder? Ich glaube schon. Ja. We need to take me over there. Prove yourself to me now, Sitwin. Okay, let me think. Oh, ich wusste nicht, dass du den zu mir wirfst. Ich dachte, du willst erst irgendwie hochkommen oder so. Aber gut, dann machen wir dich mal hier irgendwo fest. Ich weiß bloß nicht wo, ehrlich gesagt. Oder soll ich dich gar nicht festmachen? Scheinbar nicht. Oh. I'm alive. They're coming up now. I apologize. That was a mistake. I understand. Ich krieg gleich die Rache dafür und krieg das Ding um die Ohren gehauen. Warum nicht? Okay. I made it. Gut. Das ist schön. Hier waren wir vorhin schon mal. Wir waren doch schon mal. They are your tools of the greater good. Together against each other, they will save this world. Wo will er hin? Was will er hier oben? Ich verstehe es nicht. Still too far. I need more altitude. Willst du so hoch, um dich dann ins Loch stürzen zu können? Oder wie dachtest du dir das? Das funktioniert normalerweise so nicht. Aber ich sehe es schon, wir werden wohl vom Helipad aus gleich... Huh. Wir werden wohl gleich vom Helipad aus uns in die Tiefe stürzen als Emilio. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Das Helipad funkelt da oben ja schon so verlockend vor sich hin. Oh, ich dachte, wir können jetzt hier über die Kante, aber nein. Da hat dann die Perspektive getäuscht irgendwie gerade. Gut, dann springen wir einfach mal hier in die Richtung. Und klatschen wieder mit dem Gesicht voran auf den Boden. Passiert. Ja, wenn er das so will, dann soll er das so kriegen. Ich weiß gerade nicht so richtig, was du von mir erwartest, Emilio, ehrlich gesagt. Also wir können hier ja dran, das ist mir recht, aber wie willst du weiter? Warte mal, können wir vielleicht... Ach, okay, jetzt geht's doch. Eine seltsame Perspektive war das. Der Helipad also. Can it work? Can he do it? Diving from that altitude? We cannot allow it, Sitwin. Of course. We must move fast. Die Kiste hinten ist auch interessant, beziehungsweise die Plane darüber, ne? Na gut, dann sollten wir uns mal beeilen, um den Jungen noch abzufangen. Aber ich glaube, wir werden nicht rechtzeitig da sein. Weiter mit Jumagul. Was hast du getan, Emilio? Wir müssen diesen Schwachsinn aufgeben. Wir werden dich überreden, dich zwingen, wenn nötig. Your son could have made that jump without hesitating. Mine would not. Partei ergreifen. Die Taschenlampe ist weg. Wir sind oben angekommen. Am Helipad. No. Emilio! Come down here! It's all right! This is not your business! It is not my business and not yours. Ich kann nicht zu ihm hochgelangen. But she is my mother. Emilio, it will be all right. Komm runter. Komm schon. Mr. Sitwin. Ostrovsky. We will be needing your assistance by the excavation shaft in approximately 10 minutes. Okay. No! Sitwin, we must stop him. Aber wie? Wie willst du ihn denn aufhalten? Hey! Stand aside, Sitwin. You know that I will not. You have taken Altabek from us. You have taken Yeliana. You will not take Emilio. The mission, Jumagula. She demands it. And this time alone, I will not fail her.
und ein Kind dafür mit reinziehen? Wirklich? Komm schon, das kann nicht dein Ernst sein. Lass mich durch, du Arsch. Komm schon, ernsthaft. Was soll der Mist? Du kannst doch nicht ein Kind in die Gefahr reinbringen, Mensch. Was geht denn in dir ab? Au! Alter! Bist du blöd? Hör auf, mit dem Haken nach mir zu schleudern. So, jetzt mache ich dich irgendwo fest und dann hast du die Arschkarte gezogen. Oder so ähnlich. Na, was machst du jetzt? So. Der ist schon mal aus dem Verkehr gezogen. Stop! We have to see where this leads! Emilio! I know you're up there! Whatever he told you, don't listen! You're only a child! Jetzt lässt er mich nicht mehr hoch. Na super, jetzt machen wir hier quasi den Konflikt, in dem wir beide Parteien spielen. Wie soll das denn funktionieren? Oh je. Er lässt mich jetzt nicht mehr hochspringen. Na super. Das ist ja große Klasse hier. Ich weiß gar nicht so richtig, also wir spielen ja jetzt beide, aber eigentlich bin ich ja für den Opa, weil ich nicht ganz so, ich habe es von Anfang an nicht verstanden, wieso die ihren Sohn damit reingeschleppt haben in diese ganze Geschichte. Was hat er damit zu tun, diese Mission zu Ende zu bringen? Wieso kann nur er das? Und wo muss ich jetzt lang, ist die Frage. Da drüben sind auf jeden Fall Kisten, aber da komme ich nicht ran. Das war zu kurz. Kann ich vielleicht von hier aus? Nee. Aber wenn ich drüben oben bin vielleicht. Das ist ein Versuch wert. Oh Mann. Ja, ja. So, diese kleine Rangelei wollte ich mal gerade ausnutzen, damit wir jetzt ein bisschen mehr Abstand haben, aber ich erwische da nichts. Ah, Typ. Dieser alte Hund. Jetzt lässt er mich nicht mehr hoch. Ich meine, ich finde es ja eigentlich gut. Ich bin ja auf seiner Seite, aber... Trotzdem. Mist. Jetzt bin ich wieder runtergestürzt hier. Na toll. Kann ich ihn vielleicht hier runterhauen? Runtergrappeln? Funktioniert nicht so, wie ich mir das dachte. Vielleicht so rum? Ja! This choice is his, not ours. Jetzt bin ich wieder er. Na super. Emilio, my boy! Now you're still there. Do not go anywhere. You can do this thing, Ostrovsky. Emilio, it is not your duty. Und wisst, er hat den Haken. Na toll. Oh shit.